Ich bin damals von Berlin nach Bernburg gezogen, weil ich aus der großen Stadt raus wollte. Es hat mir irgendwie nicht mehr so viel gegeben. Ich bin da halt auch groß geworden und habe mich bewusst entschieden, in eine kleinere Stadt zu gehen und habe dann hier die Wilde 13 gefunden bei meiner Wohnungssuche und war dann hier und habe mich sofort in das Haus verliebt mit dem großen Garten und habe das ganze Potenzial in diesem Haus halt irgendwie auch gesehen. Und damals haben schon halt auch viele Studierende hier drin gewohnt und es war auch schon so ein reger Austausch zwischen den Etagen. Aber genau, ich fand immer noch, dass es so ein bisschen ausbaufähiger war. Also ich mag es, in so einer großen Gemeinschaft zu wohnen, weil ich finde, dass man in einer Gemeinschaft viel mehr auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Ressourcen von den Menschen zurückgreifen kann, wenn man halt offen dafür ist. Also ein Ort, den ich total toll finde, ist der, wo ich gerade sitze, auf der Dachterrasse, wo man auch wunderschön in unseren Garten schauen kann. Aber wir haben ja auch Hühner und ich sitze halt früh morgens auch super gerne mit meinem Kaffee einfach bei den Hühnern und schaue ihnen zu. Und ansonsten, ja, mag ich auch einfach diesen Weg von der Haustür bis nach hinten zu unserem Kompost, weil ich dann einmal komplett durch den Garten wandeln kann und immer wieder neue schöne Ecken entdecke, beziehungsweise sehe, wie das Gemüse gerade wächst. Und das ist, ja, das mag ich halt sehr. Also mein Name ist Holger Künke. Ich bin der Geschäftsführer der Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH. Das ist ein kommunales Wohnungsunternehmen, also ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt. Und wir verfügen ungefähr über 25% des Mietwohnungsbestandes in unserer Stadt, also insgesamt knapp 3.500 Einheiten. Ich glaube, hier im ländlichen Bereich, in einer schrumpfenden Region, haben wir eins, das ist Raum. Und ich sehe das eigentlich als sehr schönen Ansatz, dass wir diesen Raum dann auch tatsächlich zur Verfügung stellen. Weil es ist häufig so, man hat Räume, aber es fehlt derjenige, der ihn zur Verfügung stellt. Und das tun wir als kommunales Wohnungsunternehmen. Und ich gebe auch zu, es macht einfach auch Spaß, einfach mal alternative Wege zu gehen. Und wenn das Ganze dann noch funktioniert, dass wir, ich sag mal, die Hardware liefern als Wohnungsunternehmen und die jungen Leute das dann mit Leben erfüllen, das ist doch noch wieder so ein schönes Erfolgserlebnis, über das man sich freuen kann. Ich bin Mitglied der Jugendkulturinitiative Hotel Wien e.V. Ja, wir sind so eine Gruppe von 10 aktiven Mitgliedern, die hier in Bernburg, in der Talstadt, im Hotel Wien immer mal wieder Veranstaltungen machen. Die sind auch kunterbunt durchmischt. Also zweimal im Monat machen wir so ein Konzert. Ja, und ansonsten haben wir halt auch immer mal so ein Wochenprogramm mit festen Elementen, also zum Beispiel einen Gitarrenkurs oder in den letzten Jahren hatten wir auch einen Tanzkurs, einen Theaterkurs. Wir haben auch immer mal Lesungen und sowas. Also es ist wirklich querbeet und halt auch für jeden ein bisschen was dabei. Wir haben zwar einige sehr coole kulturelle Einrichtungen, halt so wie das Theater oder halt auch das Schloss, was halt gut belebt wird. Aber es macht natürlich auch immer was aus, wenn man halt wirklich auch was für die jüngere Generation, auch die Studenten, halt etwas macht. Ich meine, der Standort hier ist halt wirklich ideal. Es ist nicht weit von Strandsfeld weg, wo halt die Hochschule ist. Teilweise finden ja auch gegenüber Veranstaltungen statt im alten Rathaus. Und so kann man halt auch ein bisschen die Leute einbinden und vielleicht auch dafür sorgen, dass sie sich A, halt wohlfühlen, aber vielleicht auch Bock drauf haben, halt in der Stadt was zu machen und in der Stadt zu bleiben. Wir wollen in dem Hotel Wien, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels, Apartments für Studierende gestalten. Und das WG-Ambiente kommt durch die gemeinsame Nutzung einer Küche. Es sind nicht allzu viele, es wären am Ende 6 Apartments, ergänzt durch eine schon bestehende Dreiraum-WG. Als zweites wäre es uns wichtig, dass sich diese jungen Leute auch mit dem identifizieren, was wir im Umfeld tun. Also wir haben ja nicht nur das Hotel Wien bzw. die Jugendkulturinitiative, wir haben auch gegenüber das KOI. Und es wäre gut, wenn
diese jungen Leute hier nicht nur wohnen, sondern sich auch engagieren. Dass sie sagen, ich mache bei dem Verein aktiv mit oder ich versuche im KOI dieses Schaufenster der Hochschule nach außen hin aktiv mitzugestalten. Und wenn wir diese Wohnung vergeben, werden wir uns das auch ganz gezielt wünschen. Ich studiere hier seit 2018 Naturschutz und bin seit fast auch derselben Zeit hier im KOI tätig. Das ist eben hier so ein Projektraum an der Hochschule, also eine studentische Initiative, die hier so ein bisschen Veranstaltungen und Hochschulleben vom Campus in die Talstadt bringt, weil das hier so ein bisschen räumlich getrennt ist. Das KOI ist ein Coworking- und Event-Space der Hochschule Anhalt. Der Hochschule Anhalt deshalb, weil die Miete von der Hochschule Anhalt getragen wird, die Ausstattung und so weiter. Aber eine Initiative aus eigentlich überwiegend Freiwilligen betreibt den Projektraum KOI. Coworking findet natürlich irgendwie am häufigsten statt. Events ergänzen dann sozusagen das Angebot. Und darüber hinaus verstehen wir uns, glaube ich, auch so als Schnittstelle zwischen der Hochschule, die auch sozusagen in Bernburg-Strenzfeld sitzt, also nicht zentral im Zentrum, in der Innenstadt, und dem städtischen Leben sozusagen. Uns geht es darum, dass studentisches Leben in der Stadt sichtbar wird, was aktuell noch nicht der Fall ist, würde ich zumindest behaupten. Dass man vielleicht auch so ein bisschen einen alternativen Lebensstil, den es ja hier gibt, auch mit abbildet. Es ist sozusagen einfach ein öffentlicher Ort, der erstmal für alle zugänglich ist. Und das ist uns auch wichtig. Also dieses I in KOI steht ja auch für deine Ideen. Also es soll auch ein Ort sein, an dem man sich mit seinen Projektideen einbringen kann. Wie Helena schon gesagt hat, kommen immer wieder Leute mit Ideen hier rein. Oder auch wenn wir Veranstaltungen machen, kommen die verschiedensten Leute und ja, bringen sich ein, egal ob KOI-Mitglied oder nicht. Es ist viel Zusammenhalt einfach von der ganzen Community. Ja, wir befinden uns gerade im Garten der Efeu-Villa. Und die Efeu-Villa ist ein Wohnprojekt, was nicht nur auf Studenten basiert, sondern auch auf ganz alltäglichen Menschen. Genau, es ist ein schöner Altbau direkt an der Saale, am Saalewehr, neben der Schleuse, kann man richtig schön drauf gucken, immer hört man das Wasser rauschen. Genau, seit Januar gibt es das Wohnprojekt so in dem Sinne, dass wir zusammen wohnen und jetzt sind immer nach und nach noch welche dazugekommen, mich hier zum Beispiel auch eingeschlossen. Genau, und jetzt findet sich das langsam erst irgendwie wie. Dass die ganzen Wohnungen quasi auch besetzt sind, die ganzen Zimmer besetzt sind und quasi das Haus so langsam auch noch voll ist, sag ich mal. Ja, wir wohnen in quasi mehreren WGs über drei Etagen, wo halt zwischen 2 und 5 Leuten vorhanden sind. Und in einer typischen WG ist es eher so, dass es halt häufiger mal auch die Sachen Zweck-WG gibt oder man halt einfach nur ein- und ausgeht. Hier ist aber eher mehr so, dass sich wirklich auch, ich sag mal, Leben bildet und man einfach durchs Haus läuft. Und wenn man quasi durchs Haus läuft, man hört, dass irgendwo Leute sich gerade zusammenfinden, dass man sich dazu sitzt und ganz schnell sitzt man das ganze Haus irgendwie in der Küche und isst was zusammen und trinkt was zusammen. Was ich auch sehr gut finde, dass die Leute halt wirklich Bock aufeinander haben, auch wirklich was zusammen zu machen. Wir können das Haus schon aktiv mitgestalten. Also zum einen dadurch, dass wir auch entscheiden könnten, wie wir das Haus dekorieren. Eben auch der Garten, da können wir uns ausleben. Wir haben freie Gestaltungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, wenn wir etwas Bestimmtes verändern wollen, können wir das auch mal in Absprache mit dem Vermieter ganz gut umsetzen. Also mein Lieblingsplatz in dem Haus ist auf jeden Fall die Turmtoilette. nicht nur, weil man da halt natürlich immer seine Ruhe hat, kann auch einen wunderschönen Ausblick über Bernburg genießen. Das finde ich halt ziemlich idyllisch. Für mich die Küche. Ich finde, das ist immer ganz gut. Unsere Küche unten ist sehr gemütlich. Also kann man gut Spiele spielen, zusammen kochen. Ja. Ich glaube, bei mir wäre es auch die Küche. Ich koche gerne, ich backe gerne, ich bin generell irgendwie ein Küchenmensch. Ich finde, die besten Partys finden immer in den Küchen statt.
Und deshalb wäre es bei mir auf jeden Fall auch die Küche. Und wir wohnen ja auf einer Etage. Ich finde unsere Küche wirklich sehr gemütlich. Aber die andere Küche ist auch sehr gemütlich. Bernburg ist irgendwie eine Stadt, die viel davon lebt, dass man Menschen kennt, dass man irgendwie sich zusammenschließt, selber organisiert. Und eigentlich ist ein Wohnprojekt ja auch eine gute Form, irgendwie Menschen zusammenzubringen, irgendwelche Erlebnisse zu schaffen, Projekte zu starten, hier was zu gestalten, dem man sich beteiligen kann. Ja, ich finde, Bernburg hat ein wunderschönes Stadtbild, aber auch sehr viel Leerstand. Ich finde, gerade solche Projekte wie dieses Haus zeigen halt, dass man halt aus diesem Leerstand wirklich sinnvolle, schöne Sachen kreieren kann und das vielleicht auch für die Leute, die hierher kommen, auch sehen können, hey, nehmt euch mal ein bisschen Mut zusammen und versucht es einfach irgendwas aus diesem Ohr, aus diesem Platz, den man quasi hat, zu machen tatsächlich. Ich wünsche mir für Bernburg, dass mehr Leute realisieren, was hier eigentlich möglich ist. Die Potenziale entdecken und dann halt auch Mut haben, was zu bewegen. Weil die Stadt hat halt einfach unglaubliches Potenzial und das wünsche ich mir für die Zukunft. Ja, für die Zukunft von Bernburg wünsche ich mir einfach, dass ich halt vielleicht noch andere Vereine bilden oder dergleichen oder halt mehr Kooperationen stattfinden. Ich finde es halt immer eine schöne Sache, wenn man halt auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann und wenn halt wirklich die Stadt belebt wird. Ich wünsche mir für Bernburg, dass sich mittelfristig die Bevölkerungszahlen stabilisieren, dass wir rein demografisch ein paar Schritte nach vorn gehen. Dass es uns vielleicht gelingt, das Durchschnittsalter etwas zu senken, indem wir hier mehr junge Leute herholen. Ich hoffe, dass diese Stadt erkennt, dass naturnahe Räume, historische Altstadt und auch Industrie eine lebenswerte Symbiose sein kann und man auf diese Eigenschaften zukünftig weiter aufbaut, um diese Stadt zu entwickeln. Bernburg ist eine schöne Stadt, die halt leider gerade in einer Situation ist, wie viele Städte, gerade auch im Osten, strukturschwach und letztendlich aber voll viel Raum zur Entfaltung bietet. Und ich finde, darauf sollte man aufmerksam machen, dass es hier halt Möglichkeiten gibt, die es in größeren Städten heute überhaupt nicht mehr gibt.